Viajaren hatte Putin in Chile stattgefunden. Heute erinnern wir uns an eine Tatsache, die auf jeden Fall das Leben der Chilenen und die Geschichte des Landes kennen. Jetzt werden wir eine Dokumentation zeigen, die erklärt, was damals passiert ist. 1973 putschte das Militär in Chile. Der drei Jahre zuvor demokratisch gewählte sozialistische Präsident Salvador Allende nahm sich das Leben, nachdem die Luftwaffe begonnen hatte. Den Präsident verlasst La Moneda zu bombardieren und Putschmilitär in den Palast eingedrungen war. Eine Junta unter die Führung von Augusto Pinochet regierte Chile daraufhin bis zum 11. März 1990 als Militärdiktatur. Der Putsch wurde von den USA politisch und finanziell unterstützt, vor allem durch verdeckte Operationen der CIA. Hier war ein zentrales Ereignis im Kalten Krieg mit ähnlich symbolhafter Bedeutung wie die Revolution in Kuba. Es gibt zwei wichtige Personen in diesem Putsch, Salvador Allende und Augusto Pinochet. Die Zahl an Menschenrechtsverletzungen während der Diktatur, darunter mehrere Tausende Ermordete, mehrere 10.000 Fälle von Folter und eine hohe Zahl von gewaltsam verschwundenen Chilenen, sogenannte Desaparecidos, reagierte ein Teil der Weltöffentlichkeit mit Anklage und Kritik. Salvador Guillermo Allende Gassens, geboren am 26. Juni 1908 in Valparaíso und dort am 8. September 1973 in Santiago, Chile, war ein promovierter Arzt und von 1970 bis 1973 Präsident Chiles. Seine Präsidentschaft war der Versuch, auf demokratischen Wege eine sozialistische Gesellschaft in Chile zu etablieren. Allende wurde durch einen Militärputsch im Jahr 1973 gestürzt. In diesem Verlauf er Suizid beging. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición no tendrá fuerza. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi ejercicio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Nun weiter zu unserem zentralen Thema, wie die Jugendliche den Putsch sehen. Da wissen nicht, ob sie, wie wenig oder viel über das Thema. Jetzt lasse ich Sie mit den Journalisten Karen Riedel im Parque Ecuador und David Cosenza Leiva in der Gemeinde. Ya que este es un episodio muy práctico para varias personas, se combatieron varios delitos que estuvo en contra de los derechos humanos, y también murieron varias personas que no tenían nada que ver con ese tema. Hubiera cambiado la perspectiva del mundo. Porque es que, no, sí, pero bien fantástico, pero. Pero no hubiese permitido que se hubiera hecho ese ataque a La Moneda, ya que tiene llamado mucho miedo, y como por otras medidas no tan agresivas. ¿Qué opinas respecto a Pinochet? Creo que es un dictador, como bien dicen los otros. La persona que no tiene un futuro, la idea de que tenga parte de Chile. Yo creo que la constitución que hasta ahora se quiere cambiar. O sea, es que solo tenemos ahora el que se quiere cambiar en la constitución. Yo opino respecto a ella.
demasiado tirado para el lado izquierdo, pero era un visionario, era un tipo con buena... Bueno, ¿qué opinas de allá? La verdad no soy muy culto en los temas políticos, pero con lo que sé en familiares, creo que no aportó mucho al país por algo lo que quisieron sacar del poder en el tiempo del gobierno. Y más que nada por las experiencias de mis familiares, la cultura familiar, tengo esa percepción de que fue un mal gobierno, una especie de... Que, así, mira, con palabras de chileno, según mi, como te digo, la cultura de mi familia, las tradiciones que me llevaron, vos como con esa tendencia a la derecha, como que dijeron, estuvo la cagada. Esa es la, como la opinión que tengo, porque no, la verdad no me interesan mucho los temas de política. ¿Y qué opinas acerca de Pinochet? Ahora, cuando en los 90, cuando yo era chico, lo único que escuchaba era cuando se empezaron a salir a la luz los delitos que había cometido. Que, la percepción que tengo de ese personaje es como un ladrón. Se aprovechó del poder que tenía y hizo lo que quiso con la plata del país. ¿Cuál es tu opinión frente al golpe de Estado? Mi opinión frente al golpe de Estado fue que fue una forma de gobernar distinta a la que había, que trajo muchos beneficios económicos para el país, pero el problema fue la violación de los derechos humanos, y en mi opinión basta con solamente un derecho humano que sea violado para que el gobierno sea calificado como malo. ¿Qué hubiera hecho que hubiera cambiado? ¿Qué hubiera cambiado que no hubiese existido? Muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión frente al golpe de Estado? La verdad es que no creo. No creo en el golpe de Estado. ¿Y qué hubiera cambiado? ¿Algún detalle? Muchas gracias. Al día que se enfade, si le llevo en el NIC los críticos por si es fácil. Antes de llegarme, que para no hay una idea más que tú chivas, un sí dice NIC, pues Pinochet, una agenda que más sabe. Was ist Ihrer Meinung zu dem Putsch? Ich denke, es war nicht so notwendig, einen Putsch um zu viele Personen zu töten. Weil am Ende wurde er auch die Residenz abgeben, um einen Krieg zu machen. So, es war nicht so notwendig, ihm zu, dass die Moneda zu Feuer im Feuer brennen oder. Oder alles was passierte den 11. von September. Ich denke, dass also weil Allende wurde auch geklärt, wurde er für sich machen, so wurde er als erwiesen, ob er mit der Präsidenz aufhören oder wiedergehen. Danke. Was denkst du über Pinochet? Ich denke, vielleicht hatte er eine gute Meinung oder er möchte der Land helfen, weil wir waren in einer schlechten Situation. Der Mensch hatte Hunger und das wäre. Aber ich denke, es war nicht korrekt, so sich zu verhalten, weil der Land vertraute ihm und danach. Wurde er wissen, dass auch der Chef wurde noch den Tod. Und auch diese Menschen, die getötet wurden oder die nicht mehr gesehen wurden, ich denke, es war alles ganz schön. Vielen Dank. Was machst du mit deiner Familie am 11.9.? Mit meiner Familie machen wir nichts Besonderes, aber ich weiß, dass es ein wichtiges Datum ist und dass in den Nachrichten oder in TV gibt es etwas zum Thema. Vielen Dank. Was ist Ihre Meinung zu deinem Buch? Also es ist eine ganz schwierige Frage, aber meine Meinung nach, dass es etwas ganz... Schrecklich ist, dass
das kann sie nicht. Das war ein Problem, der falsch gelöst ist. Und was denkst du über Allende? Allende war ein Mann, der das gemacht hat, damit das Land so in der Bühne